Super, dann glaubt an seine Elf. Let's go. Das sind die Heimtrainer. Das sind die Co-Trainer, die wir brauchen. Die an ihre Spieler glauben. Jawohl. Ach, wir hatten ja Heimrecht, ich Idiot. Natürlich spielen wir jetzt auswärts. Ach, komm. Ich bin schon wieder richtig lost heute. Real Salt Lake mit dem nächsten Angebot. Vom Real, oder? Für Christopher Wu. 2,5, das ist in Ordnung. Na gut. Schauen wir mal, was da noch so an Angeboten kommt. Vielleicht steigert es den Preis. So, Sarsa wird abgewiesen. Das heißt, den Transfer können wir absagen. Laie verschieben. Nee. Ich glaube, Jordi Escobar. Holen wir nochmal als zusätzlichen Stürmer. Als jemand, der da vorne nochmal Größe mitbringt, der da Präsenz mitbringt und der hoffentlich auch das Tor trifft. Das hat er zumindest in der Serie A ein bisschen schon mal bewiesen. Vielleicht kann er es jetzt auch bei uns zeigen. Budget angleichen. So. Ja, wir zahlen ein bisschen was dafür. Ihr seht schon. Wir haben ihn jetzt 6 Monate. Das heißt ja 900.000. Ist kein Schnapper für eine Laie. Aber naja, gut. Erstmal den Sohn von Pablo gekauft. Genau, wenn es mit Fußball nicht läuft, dann mit dem Drogengeschäft. Genau das ist auch der Grund. Ich möchte neue Kontakte nach Kolumbien knüpfen und habe gesagt, komm, Jordi, du bist der mein Mann. Da wird er begrüßt, wird natürlich auch im Kader registriert, das ist ganz klar. Der wird unser neuer King, Rückennummer. Haben wir da was Schönes? Nee, alles leer, Jordi. Tut mir leid, musst du nehmen 28. Ich nicht habe bessere Nummer, ey. Nicht sei sauer. Nicht rufe an bei Papa. So. Naja, mal wieder ein schöner Transfer. Hoffentlich nicht Geld verbrannt. War ziemlich teuer, ne? Und jetzt, ja, Norwich, Tabellenvierter, wird lustig. Ja. Hoffen wir mal, dass es keine Klatsche gibt. Aber wir spielen zu Hause. Oh, wir haben die vierte Runde Auslosung. Wen kriegen wir da jetzt, ist die Frage. Beziehungsweise. Ja, lohnt sich das überhaupt weiterzukommen? Wir schauen mal. Rochdale würde ich nehmen. Na, kriegen wir aber nicht. Okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Kriegen auch City, okay. Rotherham, na. Geht zu Nottingham. Norwich, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Gut, damit ist auch klar, wir werden auf jeden Fall mit dem B-Team starten. Let's go. Also, Sheffield nehmen wir nicht mehr ernst. Da können wir gerne rausfliegen dann. So, Norwich. Hier wird jetzt nicht geschont im Vergleich zu den beiden Pokalspielen davor und danach. Epiteta ist fit. Alejandro Gomez auch. Ja, mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Ich erwarte einfach nicht so viel. Das ist das Einfachste. So, Nathan wird auf jeden Fall wieder rechts hinten beginnen. Das ist klar. Links hinten. Lee ist noch nicht wieder fit. Gomez ist auch nicht wirklich fit. Bernabe ist der einzige Verbleibende oder Tom Lawrence. Ja, okay. Jay Cooper mit Equiteta zusammen. Brandon Cooper mit Bernabe, okay, von mir aus. Dann auf der 6 beginnen Max Bird, Louis Baker, Jason Knight auf der 10. Links beginnt Clark. Rechts beginnt Scott. Und vorne drin beginnt White. Jordi Escobar mit auf die Bank. Ejaria mit auf die Bank. Jamie Jacobs mit auf die Bank. Bjelik ist noch nicht wieder fit. Madlane hat gespielt. Robbe rechts. Was das so, da? Ist auch Nathan alle fit? Ja, ist okay. Mal schauen, was abgeht gegen Norwich. Mal schauen, was uns Clark wieder liefert. Mal schauen, was Anthony mal wieder liefert. Das sind ja immer so ein paar Wundertüten, ne? So, aber jedes sechste Spiel gibt es auch mal ein gutes Spiel von denen. Was sagen wir jetzt? Sorgt für eine Überraschung. Interessiert sie aber auch nicht. Okay.
Solanke spielt, wer? Und Tom Lawrence gegen Rashica. Den muss er heute in den Griff bekommen. Gut von Cooper, Konterchance gibt es aber nicht. Bello. Oh, an Jack Cooper kommt man nicht so leicht vorbei. Ne? Wenn er da im Weg steht, gibt es kein Durchkommen. Das ist unser Chiellini. Nur noch nicht ganz so alt. Aber genauso abgezockt. Gut ist ausgeklärt von irgendjemand. Weiß es nicht ganz genau. Mumba. Also Norwich zeigt auf jeden Fall an, in welche Richtung es heute geht. War ja aber auch so zu erwarten. Stark von Kelly Bruce. Sogar festgehalten den Ball. Das muss man erstmal machen. Also was das Tor angeht, ich glaube, ich bin da, ich habe da die Meinung, innerhalb der Liga auch ziemlich exklusiv. Ich bin trotzdem der Meinung, wir haben mit Kelly Bruce einen der besten der Keeper der Liga. Das Problem ist, der ist ja seit 2 Jahren ein bisschen am Wackeln. Ne? Das ist so ein Radetzky. Immer wieder für den Patzer gut, aber eigentlich ein toller Keeper. Ja, das ist im Moment das Problem. Beziehungsweise seit ja, einiger Zeit. Vielleicht fängt es auch einfach mit dem Alter irgendwann an. Vielleicht geht es bei Teuter schneller mit der Demenz, dass sie da, weil sie eben so viele Dinge auf den Kopf kriegen, das nicht immer ganz durchblicken und dann. Ja. Naja, Ziolis. Solanke Rashica mit ganz viel Platz. Und wieder Roos, der den Ball fest in beiden Händen hält und da nichts anbrennen lässt. Gutes Tackling von Jason. Direkt aber der lange Ball auf Ziolis und wieder Kelly Roos. Der ist eine Maschine, der Typ. Und wir sind gerade mal in der 20. Minute, ne? Und gefühlt spielt hier nur eine Mannschaft. Wir sind ja nicht mal aus der eigenen Hälfte raus. Dorsches haben wir sowieso nicht. Mit Norwich ist natürlich in die Karten, dass sie führen. Wird es hier noch 0-0 stehen? Wird es jetzt, sage ich mal, zumindest ab der 40., 45. Minute ein ganz anderes Spiel. Weil Norwich eben auch nervös wird, aber den Punkt haben wir leider verpasst. Gut von Descott. Schöner Ball. Jason Knight. Ganz allein vom Keeper. Chippt den drüber. Jason Knight eiskalt. Das ist er. The Big Man Jason. Eiskalter Konter, wirklich sehr stark gespielt. Schöner Pass hier von Descott, schön überlegt. Und Jason Knight macht es ganz, 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 ganz cool. Ice Cold Jay. So, jetzt nur nicht wieder direkt den Anschlusstreffer. Und vor allem nicht per Ecke. Descott macht Druck auf Savigny. Reed. Solanke. Bello. Reed bringt ihn rein, Rashica, aber zu ungefährlich. Da ist Rooster. Und wie gesagt, von mir aus, wir können gerne so in die Halbzeit gehen, Jungs. Wenn ihr euch da abgesprochen habt, das wäre das Beste für mich. Scott, Bird, Knight, Baker. Baker schickt Clark wieder. Clark ist durch auf einmal, hat viel Platz. Jack Clark, jawohl, jawohl. Wir führen 2-1, zweites Saisontor, Jack Clark. Doppelpass mit dem Pfosten. Ja, wenn kein Mitspieler da ist, dann nimmt er halt den Pfosten. Das ist die Klasse von dem Jungen. Sehr, sehr stark. Überragend auch gespielt. Und auf einmal führen wir aus dem Nichts 2-1. Das ist endlich mal das, was ich immer von den Jungs erwartet habe.
wenn die einfach mal ihre Chancen nutzen, ne? Dann könnte das Spiel so schön verlaufen. Und das haben wir nie gemacht. Heute machen wir es. Zwei Torschüsse, zwei Tore, glaube ich, bisher. Aber Norwich lässt sich natürlich davon nicht unterkriegen. Gut gebracht von Cooper. Da stehen zu viele Leute dann in der Mitte, als dass man da den Ball einfach reinschlägt und guckt, dass was passiert. Da ist Jake Cooper im Weg. Konterchance? Nee, gibt's nicht. Wir haben immerhin schon drei Torschüsse. Stark. Und auch hochprozentiger, wie es aussieht. Da bin ich. Boah, Solanke wieder aufs kurze Eck. Da musste immer jemand besser decken. Okay, 2-1 Führung. Besser geht's nicht, oder Jungs? Wir machen aus unseren minimalen Chancen das absolute Maximum. Sehr, sehr stark. Genauso weiter. Nur halt jetzt nicht auf, dass die Jungs abheben. Das wäre unglücklich. Jay Cooper marschiert. Wird nicht angegriffen. Also marschiert er. Jason Knight. Ah, abgefälscht. Landet aber trotzdem bei Omlin. Jason fast mit der Balleroberung gegen Leeds. Also man merkt jetzt, wir sind giftiger, wir sind besser dran und Norwich lässt sich ein bisschen gehen. Rashica, vielleicht dem mal die gelb-rote Karte anhängen da. Vielleicht wegen der Tätigkeit. Stark auf der Linie geklärt von Ekpiteta, steht da gut, genau im Abschlussweg von Solanke. Und jetzt müssen wir den nur noch eng decken bei der Ecke. Dann ist auch die Gefahr gebannt. Wartet mal, wie hat Jake Cooper den gerade von der Linie geklärt? Mit der Hacke? Ne, oder? Guckt euch das an. Das ist Fußballkunst. Einfach mit der Hacke raus. Was ein Typ, ne? Savigny. Flanke ganz weit raus zu Ziolis. Der wartet da hinten auf den Ball. Aber von da wird er halt nicht so gefährlich. Ah, der ist weg. Gut verteidigt von uns. Sehr schön. Ah, ich würde Tom Lawrence eigentlich gerne rausholen. Ich weiß aber gerade echt nicht für wen. Boah, wir sind richtig anfällig bei Ecken. Wertmann. Beradrit. Nächste Ecke, also bei Ecken müssen wir echt schauen. Da, das läuft noch gar nicht. Oder Solanke ist einfach eine Macht. Gut von Cooper. Naja, immerhin 24.000 Fans, ne? Das sind fast 10.000 mehr als im Pokal, die jetzt heute da sind. Aber wie gesagt, wir waren mal im Schnitt bei 30, glaube ich sogar. Da ist schon ein bisschen wenig für. So, Max Bird holen wir raus. Dafür kommt Shrewsbury Hall. Und ja, den Rest will ich mal so lassen noch. Bello mit Berat und Wertmann. Nächster Angriff von Norwich, der da potenziell auf uns zurollt. Ja los, steckt ihn durch zu Solanke, aber nee. Ekpiteta und Cooper machen da ein abgezocktes Spiel heute. Haben ihm den einen Kopfball gewährt, den hat er genutzt. Beziehungsweise zwei gewährt, einen konnte er nutzen. Aber sonst darf er da nichts machen, der Dominik. Da ist Schluss bei uns. Sehr, sehr gut. Baker, komm, der hat auch immer eine Idee. Jason Knight. Mit Clark. Oh, Clark, gutes Dribbling. Schick, Jason, ist einer dabei? Ja, Clark ist dabei. Gibt aber eine Ecke. Norwich hat umgestellt, okay. Wir kriegen die Ecke. Wenn wir jetzt auf das 4-1 erhöhen. Auf 4-1 wahrscheinlich, oder? Auf 3-1. Wäre schon mal
Ein ganz großer Punkt, der ist abseits. Rashica. Ah, das ist ungefährlich, das ist okay. Weit, aber den kann er nicht verarbeiten. Da brauchen wir dann vielleicht auch einen Escobar vorne drin. Der nochmal ein bisschen mehr Größe, gut 3 cm. Aber 3 cm sind 3 cm, ne? Das wissen die Frauen. So, Rashica. Außer Distanz, ui! Der senkt sich nochmal. Aber Klatsch auf die Latte und ich glaube, jetzt kann man dann auch einmal wechseln. Jason Knight raus. Weit geht eins zurück. Und vorne rein kommt unser Neuzugang. Jordi Escobar. Nathan mit Shrewsbury Hall. Ist Gott. Gutes Tackling von Bellat, aber wir bleiben im Ballbesitz. Stark. Ah, schickt weit, aber der kommt nicht ganz an. Schade. Bertmann. Gute Balleroberung von weit, geht schnell über Anthony Descott. Ah, und der lässt wieder liegen. Schade. Anthony, das ist unser Vinicius. Der braucht ein bisschen Zeit. Vielleicht ein, zwei Saisons, bis er endlich scored. Aber wenn es dann klappt, dann geht es am Fließband. Gute Freistoßposition. Savernier Cooper klärt, sehr gut. So, Lanky Dauer, schön gespielt. Rashica vergibt da quasi mehr oder weniger ein Elfmeter, war es schon fast, ne? Frei vorm Tor. Aus circa 11 Metern. Naja, so. Ein Wechsel haben wir noch. Gibt's Echaria. Gibt's Brandon Cooper. Ich glaube, wir bringen nochmal offensiv Entlastung. Echaria nochmal auf die 10. Soll da ein bisschen für Tempo sorgen. Vielleicht nochmal den einen entscheidenden Konter dann. Und dann wäre uns schon mal geholfen. Und das war jetzt gar nichts. Ball landet aber bei Roos, das ist dann okay. So, was macht der? Muss den langen Abschlag fehlen, weil keiner da ist. Aber wir haben Escobar vorne. Der Abschlag geht auf Clark, aber der kann das Kopfballduell auch gewinnen. Echaria nimmt Clark mit. Ah, der Ball ist nicht optimal. Descott, Echaria, Bayern mit ganz viel Platz. Lässt sich da Zeit, wie beim Dreier. Lässt sich die Zeit Escobar. Schade. Das sah ganz kurz aus wie beim Dreier in der NBA, ne? Wenn sie merken, oh, ich habe Platz. Ich lasse mir die Zeit. Danke war auch nicht schlecht dann von Bayern. Schade, Escobar direkt mit dem ersten Tor, das wäre es natürlich gewesen. Aber da sieht man dann auch schon, wo seine Stärken sind. Und die sind mit dem Kopf. Und soll nicht mit dem Kopf denken, sondern mit dem Kopf Fußball spielen. Echaria mit Escobar. Ja, Pässe sind es nicht. Nicht schlimm, wir haben den Ball. Gut aufgepasst von Bayern. Der Scout steckt ihn durch. Echaria. Echaria versucht den quer zu legen, Ecke. Becker. Bakker. Rashica ist raus und Adli ist gekommen. Auch kein schlechter Wechsel. Wenn man den so machen kann. Und da, wer hat hinten bleiben, wenn nötig, Jungs? Wer hat das drin und ist wieder nicht hinten? Da raste ich immer aus, wenn ich das sehe. Aber nicht schlimm, es gab zumindest keinen Konter. Jetzt müssen wir nochmal gut verteidigen. Hallo. Daube. Gut von Bayern. Einfach raus damit. Jeder Ballgewinn muss hier jetzt gefeiert werden von den Fans. Ja, ja. Und mal wieder weg. Aber Escobar, der kann Kopfballduelle gewinnen. Aber gegen Marcos Alonso nicht. Der hat ja die Erfahrung aus der Premier League. Auf die alten Tage spielt auch nochmal Innenverteidiger. Adli. Ja, na, oh, Roos. Junge, da wollte ich ihn schon feiern. Und da macht er da sowas. Den kann man mal fangen, den Ball. Dann wäre das hier um einiges leichter. Adli mit ganz viel Platz. Legt den quer. Geblockt von Bayern und Roos. Sehr schön. Und hier geht Schlag auf Schlag. Clark. Ach, Fehlpass. Solanke mit der Chance. Tom Lawrence muss gegen Adli, rennt mal wieder hinterher.
Lange kommt ganz lang. Boah, sah mir kurz auch danach, als ob Bayern da das Eigentor machen will. Gut von Cooper, ganz wichtig geklärt. 3 Minuten geht sie jetzt noch zu überstehen. Die Spannung steigt. Savernier. Bello, der ist weg. Gut so. Hat er bei der Arminia gelernt. 1 Minute noch. Komm schon, Jungs. Den Angriff abwehren, dann ist es durch. Geiler Ball für Yassin Adli. Parade von Roos, sehr stark. Und Konterchance. Steck ihn durch. Ah, zu spät. Zu spät kam der Pass. Da merkt man auch Jordi Escobar, das ist nicht der schnellste. Der braucht die Bälle auf den Kopf oder in den Fuß. Sonst geht ja gar nicht. Solanke nochmal. Was für ein Tackling von Equitita. Tom Lawrence schläft, aber kann den Ball dann nicht behaupten. Barisch. Und Berat wird nochmal geblockt. Sehr schön. Haben die hier die türkische Gang oder was? Wow, auf der Linie. Junge, was sind das hier für Schlussminuten? Was sind das hier für Schlussminuten? Ey, Schadi, er läuft uns aus, weil er weiß, der Ball ist im Aus. Bei FIFA pfeift man dann ab. Aber die Frage ist, macht unser Schiedsrichter auch? Lieber Schiedsrichter, wir sind über der Nachspielzeit. Der Ball war eigentlich nicht mehr heiß. Man kann abpfeifen. Bayern klärt ihn jetzt nochmal. Und da ist das Ding. Wir gewinnen gegen Norwich. Ganz wichtig. Ganz wichtiger Sieg gegen den Tabellenvierten. Wir sind noch da. Escobar hat mir trotzdem gut gefallen. Ist okay, Descott, gutes Spiel. Clark sehr stark, Baker stark. Shrewsbury Hall okay, Bayern am Ende okay. Lawrence auch in Ordnung für mich. Cooper, Equiteta ganz stark, haben da Solanke sowas von im Griff gehabt. Und Kelly Roos ebenfalls, richtig, richtig gutes Spiel. Jason Knight sehr stark. White und Bird, den verzeih ich's, wir haben heute gewonnen. Unsere Kritiker ersticken an ihren Worten. So muss es sein. So muss es sein. QPR verliert auch, lässt auch Punkte liegen. Ludentown lässt Punkte liegen. Wo sind die nochmal? Ja, hier. Bournemouth mit dem 7-1, wow, nicht schlecht. Brighton auch mit dem 4-1. Crystal Palace gewinnt. Ipswich lässt auch Punkte liegen. West Brom genauso. Reading verliert gegen Hull City und Stoke gewinnt 4-1. Okay. Ja gut, war jetzt mal wieder ein Ausrufezeichen in Richtung Liga, in Richtung Fans. Wir sind noch da. Wir haben die Aufstiegsambitionen. Wenn wir schon selber nicht aufsteigen, dann dämpfen wir wenigstens Aufstiegsambitionen, oder? Und Escobar hat sein Debüt gefeiert. Ganz genau. Wir zahlen nochmal 1-3 für das Scott. Ui, jetzt wird's teuer. Das wird ein teurer Winter. Aber dafür halten wir dann die Klasse und dann ist es auch okay. Das ist die Frage. Sind die Fans jetzt zufrieden nach dem Sieg? Barnsley gewinnt gegen Rotherham. Die Fans sind ja, haben ja hier nochmal, muss man auch sagen, die haben ja nochmal mehr Stimmgewalt als in anderen Vereinen. Das merkt man ja ganz klar, ne? Wie hier mit dem Trainer umgesprungen wird, wie hier teilweise mit Ex-Spielern umgesprungen wird. Das ist sehr, sehr subjektiv in dem Verein. Noch subjektiver als Bayern-Fans, wenn es um Pratzo geht. Und ja, da kann man sich allen recht machen. Aber vielleicht mit dem Sieg, vielleicht hat der Sieg jetzt schon mal uns alle auf einen guten Weg gebracht. Ja, die Ex-Coaches werden gut behandelt, das stimmt. Aber eigentlich muss man mal den aktuellen Coach gut behandeln. Der ist ja wie seine Jungs, der kriegt von niemand die Rückendeckung. Der sitzt einfach nur vorne an der Front im Dauerfeuer. Und setzt sich dafür alle ein, dass es allen gut geht. Aber niemand kümmert sich um ihn. Das ist schon ein hartes Leben. Aber immerhin ist Lee zurück. Und Christopher Wu will nicht zu Salt Lake gehen. Jungs, geht doch bitte dahin. Bitte, Tom Lawrence möchte nicht gehen. Christopher Wu möchte nicht gehen. Wir brauchen euch nicht mehr. Wir brauchen Geld. So einfach ist es. Versteht's bitte. Ach, und da fängt es an. Da fängt es an. Weit. Da haben wir gerade Escobar ausgeliehen, um vielleicht mal in einem Doppelsturm antreten zu können. Und dann klagt Weit über Schmerzen. Und er hat einen Knorpelschaden im Knie, fällt 4 bis 5 Wochen aus. Gut, so schnell kann sich das dann auch erledigen, die Freude auf dem Doppelsturm. Dann spielen wir weiter im 4-1-1-3-1. Coole Aufstellung.
Die Fans haben uns gefeiert dafür, weil damit scheint es zu laufen. Ja, hier wird endlich mal Tom Lawrence in die Pflicht genommen. Das stimmt, das ist auch richtig so. Komm, was ist da los, ha? Minjung. Komm, zeig mal, was du kannst. Da, das geht doch alles nach oben. Nur der Kopf geht nicht nach oben. Der muss mal mitmachen hier. So. Und ja, da wird wieder irgendjemand gefürchtet. Also ich glaube, was man wirklich festhalten kann, was in dem Verein ganz, ganz groß geschrieben ist, ist reden. Jeder Spieler, egal ob Ex-Spieler, egal ob aktueller Spieler, egal ob Ex-Trainer, egal ob die Zeitung, wer auch immer, alle in dieser Stadt sind nur am Reden. Und nicht über sich selber, nein. Alle reden nur über andere und keiner beschäftigt sich mal mit dem, was einen wirklich angeht. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem hier in der Stadt. Ja, Sheffield steht wieder an, aber Pokal diesmal. Von daher, da wird schön rotiert. Lee wieder fit, Bjelik und Gomez 45 und Ekpeteta. Schauen wir mal, wie wir da jetzt aufstellen. Nathan wird auf jeden Fall Pause kriegen. Brandon Cooper beginnt. Links hinten vielleicht mal mit Bernabé tatsächlich. Jake Cooper kriegt vielleicht mal die Pause. Jeder sich verdient. Gomez geht mit. Und Jamie Jacobs, falls wir ihn rechts hinten brauchen. Passt. Ja. So, auf der 6. Max Bird. Ah, die letzten Spiele waren auch nicht so toll von ihm. Aber wird da jetzt mal spielen? Louis Baker oder Trusby? Ah. Ne, wir beginnen mal mit Baker. Wir beginnen mit Baker. Auf der 10 Jason. Ne, wieder Ovie. Links Clark. Doch, das kann. Die können sogar so bleiben. Clark, Descott und Echaria würde ich sogar fast so lassen. Da wird dann doch nicht rotiert. Robert rechts geht aber mit. Abiyowi geht hier mit statt Tom Lawrence. Ali machen wir langsam. Jason, statt Jason geht Bielek mit. Okay. Gut. Dann haben wir die Aufstellung für unser Spiel gegen Sheffield. Mal schauen. Ab. Ab geht's, Jungs. Ich sag euch heute mal. Wir wissen, um uns zu stärken. Jetzt zeigt allen, was in uns steckt. Ja! Ja! Sorry. Gute Parade hier. Direkt zu Beginn. Der ist wach, der Junge. Der hat hier heute was vor. Und soll wieder zu Null spielen. Geile Position für Seri. Aber der ist über. Max Bird mit Brandon Cooper. Descott. Ejaria. Ah, verliert den Ball leider nur Connor. Ja, und Sheffield lässt sich den Ball laufen, aber so viel, ne, passiert ja nicht. Ich denke ein bisschen, wir spielen die ganze Zeit gegen Southampton. Aber okay. Jetzt kommt da links raus. Ne? Dieng. Dieng mit dem Tor. Ne, Dieng heißt er gar nicht. Dieng Gerner. Wurde noch kurz abgekürzt, der Name. Aber kein Problem. War das kurze Eck nicht zu bei Kelly nach 3 Minuten. Beziehungsweise 4 Minuten. Aber ist nicht so schlimm. Pokal ist eh egal. Da hat er wieder links hinten gepennt. Wer spielt da gerade? Bernabé, stimmt. Ah, egal.
Wir brauchen unsere Kräfte für die Liga. Wobei, gegen Norwich haben wir das Spiel auch gedreht. Wer weiß. Baldock. Gut von Kelly. Clark von Baker, Clark. Hat der mal eine Idee? Ja, ein Tripling vielleicht. Escobar, Clark, geht Richtung Grundlinie, muss den zurücklegen auf Baker. Der bringt den flach rein, den Charia geblockt leider. Und Bird ist unser N'Golo. Nur ohne die Balleroberung, klasse Tackling von Cooper. Sehr stark. Der macht jetzt auch den Einwurf vorne. Der Jaria, vielleicht hat er eine Idee. Der Cooper hat eine Flankenidee. Escobar. Boah, also der ist kopfballtechnisch echt eine Macht. So ein Chipulski ist das, ne? Nur vielleicht noch mit einem besseren Kopfballspiel. Apropos Chipulski, können wir gleich mal schauen, was der in Polen macht. Ob es bei dem ganz gut läuft gerade oder, ne? Wenn ich danach am Spiel dran denke, schauen wir uns das mal an. Gut vor Brandon Cooper. Wow, eine klasse Parade von Roos. Das wäre ein geiler Schuss geworden. Beziehungsweise, es war ein geiler Schuss, wäre ein schönes Tor geworden. Aber Kelly Roos sagt nein. Cavalero ganz hinten. Nicht gegen Christopher Wu. Ne. Der muss ja auch mal wieder da ein bisschen näher Richtung Startelf spielen. War ja da mal eine Zeit lang auch vor Ekpiteter, beziehungsweise zumindest mal auf Augenhöhe. Hat aber jetzt irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren die Saison, muss man auch sagen. Vielleicht auch, weil er natürlich wenig gespielt hat. Aber Ekpiteta war da natürlich sehr stark unterwegs einfach. Muss man auch so ehrlich sein. Da war nicht so viel Platz für Christopher. Und jetzt hinten rausspielen vielleicht mal. Aber Sheffield presst da ganz gut. Brandon Cooper löst sich aber auch sehr gut. Okay, den Ball muss man da vielleicht so nicht spielen. Aber bis zu dem Ball haben wir uns das da ganz gut rausgespielt. Wir sind ja trotzdem erst in der 24. Minute. Ne? Dafür, dass so viel passiert ist, könnte auch die Halbzeit jetzt einfach da sein. Baldock. Die Yang-Flanke kommt. Boah, klasse Parade wieder. Von wem auch sonst. Von wem auch sonst, alles von Kelly. Und hier ist das Flutlicht. Scheint uns ein bisschen in den Weg. Gut vom Wu. Und Sinkgraben, das ist der schwache Rechte. Damit geht nichts. Das hat man deutlich gesehen an dem Schussversuch hier. Und die ganzen Nachwuchsspiele, ja. Arsenal ist in Führung gegangen durch Dembélé. Was ist das für einer? Na, man sieht's. Ich war zu spät. Der Scott, den Ball kann man auch mal annehmen. Den muss man da jetzt nicht klären. Ich verstehe, dass wir hinten klären müssen. Aber an der Stelle, nee. Sally, schöner Ball raus. Cavalero, stark gespielt. Und wir haben noch einen noch stärkeren im Tor. Kelly Roos, in was für einer Form der wieder ist. Boah, so kann es weitergehen. Also sind Parallelen da vom letzten Spiel, ne? Nur eine Mannschaft spielt. Also solange wir am Ende die zwei Tore machen, ist es für mich okay. Ich glaube noch heute irgendwie nicht dran, muss ich auch ehrlich sagen. Gut von Brandon Cooper. Gut schlägt ihn raus. Escobar läuft da in die falsche Richtung und da war wohl, hat er auf die falsche Map geguckt. Da war der auch schön abgespielt. Ah. Also Sheffield lässt hier einiges liegen. Seri. Duffy auch vorbei. Also es entwickelt sich hier zu einem Torschusstraining für Sheffield. Mit Stangen. Mit den aufstellbaren Gegnern da. Ne? Und die bleiben auch in jeder Situation am Ball. Da haben wir einfach nicht das Glück des Tüchtigen. Jetzt vielleicht mal. Aber jetzt muss wieder der lange Ball rauskommen, oder?
So kann man dann ja schwierig angreifen, nur vor allem, wenn man dann nicht rechtzeitig nachschiebt. Aber vielleicht ergeben sich noch Konterchancen. Sinkgraven an den Pfosten. Und Brandon Cooper ist da. Der macht es nicht so schlecht heute, ne? Brandon Cooper, haben wir schon schlimmer gesehen von ihm. Er ist eine gute Freistoßposition. Baker, der hat immer Ideen, Epitheta. Ah, rutscht ihn vom Fuß, war eh abseits. Ejaria. Daria Baker. Oh, kann man aber probieren. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Okay. 1-0. Ja, zum Ende der ersten Hälfte wurde es ein bisschen besser. Ah, unsere linke Seite mit Wu und Bernabe. Das ist ganz schwach. Gerade ganz schwach. Und auch die Außen. Und vorne drin auch Escobar. Naja. Wir verdienen also einen Sieg, also setzt es um. Komm, Verteidigung. Ihr wart nicht so schlecht, aber geht besser. Mittelfeld, ihr auch nicht. Und Stürmer, du sowieso nicht. Aber gut, Jack Clark ist immerhin beflügelt und motiviert. Mal schauen. Mal schauen, wo er uns hinflügelt. Naja, Baker flügelt schon mal nirgends hin. QPR Watford steht immer noch unentschieden. Hartlepool führt gegen Northampton. Das ist auch ein geiles Spiel. Weil da weiß man, man kriegt einen schlechteren Gegner. Derjenige, der da jetzt vor der Kamera sitzt. Vor der Kamera wahrscheinlich. Vor dem Fernseher sitzt und sich das Spiel anguckt und weiß, einer von den beiden wird's. Der kann schon mal für die übernächste Runde planen. Norrington Davis mit Sinkgraben. Dann geht es ein bisschen zu einfach. Das ist zu passiv defensiv. 2-0. Verdient. Sehr verdient. Hätte auch schon locker in der ersten Hälfte fallen können. Vielleicht erst Scott und Clark jetzt mal raus. Vielleicht geht dann da vorne was. Abiyovi. Echaria raus und Milan auf die 10. Echaria mal über links. Vielleicht ist er da der Beste, vielleicht ist er da so ein Sané. Das wäre ja cool. Und dann auch vielleicht Louis Baker schon. Wir schauen mal. Kelly, also den kann man aber auch mal festhalten, ich bitte dich. Da machst du so ein geiles Spiel und den Kullerball da hältst du nicht fest, oder was? Das ist dann auch ein bisschen arm. Gute Balleroberung von Escobar, der kann es auch defensiv. Ejaria schickt Milan. Baker, ja, die Idee war gut, aber Milan ist zu langsam dafür. Beziehungsweise auch der Pass war nicht gut von Luis. Das liegt am Training. Guckst du dir an? Das trainieren wir. Die langen Bälle hinten raus. Das trainieren wir. Den ganzen Tag lang. Deswegen können die Jungs auch gar nicht mehr anders. Bin aber auf Cavallero. Aber Sinkgraven darf halt sein Tor nicht schießen. Escobar mit der Balleroberung, aber Konterchance gibt's nicht. So, Louis Baker holen wir jetzt mal raus. Ich würde eigentlich ganz gerne Pjelić bringen, sage ich euch ganz ehrlich. Burrell soll da mal einen Spielmacher machen. Pjelić geht eins nach hinten. Und dann darf der auch mal wieder ran. Bernabé spielt durch. Wu spielt durch. Brandon Cooper auch. Jay Cooper leider auch. Den können wir nicht schonen. Ja, und wer so verteidigt, der braucht sich da nicht wundern, wenn dann die Tore fallen, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig.
Gut verdenkt, Beteta. Vielleicht eine Konterchance. Milan Robe rechts. Ja, böses Foul von Sekraben. Mindestens eine gelbe. War ein taktisches. Aber der Ref sieht es nicht so. Naja. Ist aber wo hat er Anspielstation? Ja, Bernabé, der hat jetzt viel Platz. Kann gehen, lässt sich aber schon wieder einholen. Und dann ist es auch schwierig mit dem Platz. Wenn man ihn nicht nutzt. Dann braucht man ihn nämlich auch nicht. Schöner Ball von Echaria. Kriegt ihn nochmal, geht durch. Ja. Okay, das ist der Ovie, den ich sehen will. Ist der Ovie? Weiß gar nicht. Ovie. Ovie hört sich cool an. Schön Appell Ovie. Boah, Brewster, komm der. Komm, rein. Da hat die ganze Liverpool Fußballschule dir nichts gebracht. Ne? Das war nichts. Ich bitte da mit Bielik. Das Pokalspiel einfach rumkriegen, abhaken. Ich habe es davor gesagt. Ich habe schon fünfmal, glaube ich, gesagt heute. Pokal ist uns egal. Hat sich sogar gereimt. Wir schauen auf die Liga. Und da rutschen wir immer tiefer. Ich werde jetzt nur noch reimen. Denn sonst will hier nichts mehr keimen. Okay, wir lassen das lieber. Ich bin leider kein Eminem. Ja, also die Statistiken sehen auch sehr, sehr enttäuschend aus, muss ich sagen. Ne? Also, wir können die gleich nochmal angucken. Das sieht ja... Da denkt man, wir spielen wieder gegen irgend so ein Schulteam in der Vorbereitung. So sieht es ein bisschen aus. Nur, dass das Ergebnis nur 2-0 ist. Dejan Gerner, was für eine Parade. Von Mr. Kelly Roos. Cavalero, der wird aber geklärt. Ah, von Hector wird er geklärt. Okay. Guck jetzt schon. Ach, ich war zu spät. Naja, warte. Nächste. Escobar. Ja, das ist ja hier ein Dauerhighlight. Was ist da los? Baldock, Osborne, Hector. St. Craven. Raus auf Norrington Davis. Epiteta. Cooper und weg damit. Ach, Jungs, kommt schon. Dejan Gerner. Hector in die Arme von Roos. So, darf ich jetzt mal meine Statistik sehen? Da ist sie. Guck mal. 28 zu 5, 12 zu 1 ist schon hart. Ja. Neben das Tor 12 zu 2. Ja. Okay. Ballbesitz spielen wir auch nicht wirklich mit. Bei den Fouls, da sind wir oben dabei. Ecken 11 zu 1. Das ist schon eine Demütigung heute. Also, ja, was ist Demütigung? Wir haben das Spiel ja gar nicht so gewollt. Also, wir haben das Spiel ja gar nicht spielen wollen, quasi. Von daher ist es okay. Hey, absteigen werden wir nicht. Das wird vielleicht nicht mehr groß nach oben gehen. So im gesicherten Mittelfeld. Aber ja. Michael Hector, der wollte unbedingt das Tor. Das hat man gemerkt, der hat jetzt innerhalb von 5 Minuten 3 Schüsse gehabt, glaube ich. Einer davon rutscht dann halt mal durch. Gut. Kann man nichts machen. Brewster. Auf Dejan Gerner. O'Connell. Get the coach out. Da kommt's wieder. Let's go. Raus mit dem. Happy Yobi. Und wieder Dejan Gerner. Cavalero. Komm Junge, setz dich durch. Ja, Elfmeter. Brandon Cooper. You the man. Let's go. Da verschenken wir nochmal einen Elfmeter. Komm, es ist noch keine Nachspielzeit. Da kann man den nochmal weghauen. Wir dürfen jetzt einen schönen Elfmeter sehen. Danke, Brandon. Der hat gerade von der gegnerischen Eckfahne den Rückpass zum Gegner gespielt, der in der Mittellinie stand. Was ist da noch zu retten?
Michael Hector beim Doppelpass. Was, Doppelpack. Was ein Typ. Apropos Doppelpass, da wurde ich auch eingeladen. Ich soll da mal ein bisschen mit Bela Reti über Fußball Deutschland argumentieren. Bernabe. Komm, Junge. Komm, 4-1, komm. Nee. Pfeif ab, Schiri, das macht keinen Sinn mehr. Die Jungs wollen duschen, Bernabe und Wu haben das deutlich gezeigt heute. Die haben das nochmal unterstrichen quasi mit der Leistung, dass sie jetzt rausgeholt werden wollen. Aber wir hatten halt keine Auswechselspieler mehr. Dementsprechend mussten sie auf dem Feld bleiben. Ja, komm, schieß nochmal raus, Adria. Ja, da sind sie im Zusammenspiel, die zwei Chaoten. Auf einmal geht's. In der 90. Minute, weil sie wissen, ja, gleich geht's in die Dusche. Jetzt können wir Fußball spielen. Okay. Der Schiedsrichter hat Bock hier noch. Ja. Dankeschön. Dankeschön. War mal Zeit jetzt. Ja, Kelly Roos, die einzige gute Note heute. Offensive tot. Defensive auch tot. Na gut, Ekpiteta hat es noch ganz okay gemacht. Baker war noch ganz gut, aber den mussten wir rausholen wegen schon. Das hat ja, macht ja keinen Sinn, den in so einem Spiel spielen zu lassen. Und Clark, der Scott. Ein gutes Spiel, dann wieder schlechtes. Das war nix. Oh, hier gab es dann doch noch. Achso, stimmt, muss ja eh in die Verlängerung gehen. Komm. Na gut, Reading gewinnt 3-0, Sheffield locker 4-0 gegen uns. Hartlepool. Hätte ich gern gehabt, die spielen doch Vierte, ne? Ja. Ein Abstiegskandidat in der vierten Liga. Wie schön ist es in der vierten FA Cup Runde den zu bekommen. Ipswich schlägt Bournemouth, okay, und Arsenal 5-2. Moussa Dembélé. Nicht schlecht. Mit 4 Dingern. Und hat sogar noch einen Elfmeter abgegeben dann. Hätte er sogar 5 machen können. Sehr nett. Wir werden vernichtet. Naja, wir haben, ich sag mal so, wir haben in die Vernichtung eingewilligt, ne? Also ganz so schlimm ist es dann auch nicht. David Dunn ist noch nicht drüber hinweg, der hält sich noch bei der Pressekonferenz zurück. Der hat schon überlegt, wie er jetzt am besten von dort flüchten kann, dass er da gar keine Fragen beantworten muss.